Von GbR zu GmbH. Wie geht das? Wann lohnt sich das? Das erfährst du jetzt. Viele Immobilieninvestoren investieren in einer GbR. Und das ist seit kurzem jetzt noch viel sinnvoller geworden als vorher. Und ich möchte eins klarstellen. Die GbR, von der wir jetzt reden, die muss im Grundbuch eingetragen sein. Es nützt nichts, wenn man zu Bruchteilen gekauft hat und darüber schreibt GbR als quasi als Geschäftszweck etc., sondern es muss wirklich eine im Grundbuch eingetragene GbR sein. Was ist da jetzt der Vorteil? Das GbR-Recht hat sich ja etwas geändert durch das sogenannte MOPEC, das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts. Und ab 1. Januar 2024 gelten da jetzt etwas andere Kriterien. Wenn man zum Beispiel eine GbR hat, muss man sich zusätzlich in das Gesellschaftsregister eine Art GbR-Register eintragen lassen. Das kostet beim Notar nochmal eine etwas höhere Notargebühr, ca. 400 Euro, damit man halt in dieses Register reinkommt. Es darf auch nur eine GbR eine Immobilie beurkunden, die in diesem Register drinsteht. Anders wird der Notar das nicht mehr durchführen. Das ist aber jetzt nicht weiter tragisch. Ein guter Notar macht das auch in einem Termin. Das heißt, ich habe zum Beispiel am 19. April diesen Jahres eine Immobilie, eine GbR gekauft. Da waren wir im Notartermin. Wir haben schnell diese Registereintragung gemacht. In der nächsten Urkunde schon die Immobilie dann in diese GbR gekauft. Der Notar schickt das dann der Reihe nach zu diesem Register. Also nichts, was man großartig vorbereiten muss. Ich habe jetzt also eine Immobilie in einer GbR. Warum ist die übrigens in einer GbR? Das wird ein größeres Sanierungsobjekt mit Denkmalabschreibung. Das heißt, die Verluste kommen bei mir als GbR-Gesellschafter dann auch im steuerlichen Privatvermögen an. Und das will ich natürlich so. Eine GbR ist steuerlich transparent zu behandeln. Das heißt, Gewinne und Verluste einer GbR werden immer auf den Gesellschafter übertragen. Und wenn man persönlich dort Gesellschafter ist, dann bekommt man halt die Sanierungsverluste bzw. die Denkmalabschreibung dann in seine private Steuererklärung. So, jetzt ist also diese Immobilie in der GbR. Wir müssen jetzt 10 Jahre abwarten, um die GbR in eine GmbH zu wandeln. Die Wandlung einer GbR in eine GmbH, die ist auch erst seit 1.1.24 möglich. Und zwar die Wandlung im Rahmen eines Formwechsels. Es gibt verschiedene Arten von Umwandlungen und erstmalig ab 1.1.24 kann eine GbR in eine GmbH formwechselnd gewandelt werden. Und diese Begrifflichkeit ist sehr, sehr wichtig an der Stelle, denn der Formwechsel ist eine Wandlungsart, wo keine Grunderwerbsteuer anfällt. Ich habe dadurch mit dem Kauf in eine GbR die Voraussetzung geschaffen, dass ich den Wandel in 10 Jahren, wahrscheinlich etwas länger, weil die Denkmalabschreibung länger läuft, aber ab in 10 Jahren kann ich diese GbR ohne Grunderwerbsteuer in eine GmbH wandeln. Damit habe ich jetzt im Kaufzeitpunkt schon die Voraussetzung geschaffen, diese Immobilie irgendwann mal in einer GmbH zu haben und keine Grunderwerbsteuer zahlen zu müssen, die ja bei uns in Sachsen auch 5,5% beträgt. Ja, und wenn man davon ausgeht, dass die Immobilie vielleicht mal 2 Millionen wert ist, ja, vielleicht auch mehr, aber lasst uns mal mit 2 Millionen rechnen. 2 Millionen mal 5,5%, das sind 110.000 Euro. Und mit meiner Entscheidung heute beim Kauf habe ich diese 110.000 Euro in 12 Jahren oder in 10 Jahren gespart. Ja, nicht schlecht, oder? Und das hat ja kaum mehr Kosten ausgelöst, den Kauf in die GbR zu tätigen. Das war das Grunderwerbsteuerrecht. Wir haben also eine GbR gegründet, um vorausschauend die Grunderwerbsteuer zu vermeiden. Was ist aber noch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr toll? Diese Immobilie ist, obwohl sie in einer GbR ist, steuerliches Privatvermögen. Ja? Das liegt daran, weil GbRs generell Personengesellschaften steuerlich transparent behandelt werden. Das heißt, obwohl wir einen GbR-Mandel drum haben, wird die GbR bzw. die Immobilie in der GbR auf Ebene der Gesellschafter so behandelt, als sei es steuerliches Vermietungsvermögen. Ja? Wenn ich jetzt dazu übergehe, die GbR in eine GmbH zu wandeln, dann kommt das einem Verkauf in die GmbH gleich. Nochmal, steuerliches Privatvermögen. Wenn ich das in eine GmbH transferiere, wird eine Art Verkauf oder Verkaufsbesteuerung ausgelöst. Egal, ob es da einen Kaufpreis gibt oder nicht. Das liegt daran, dass das Steuerrecht immer die Beziehung vom Gesellschafter zu seiner GmbH auf eine Art und Weise korrigiert, die dem Drittvergleich nahe kommt. Und wenn ich jetzt meine Immobilien-GbR in eine GmbH wandle, dann
korrigiert das Finanzamt dies so, als hätte ich die Immobilie in eine GmbH verkauft. Und wenn ich eine Immobilie verkaufe, dann muss der 10-Jahres-Zeitraum abgelaufen sein, denn innerhalb von 10 Jahren sind Immobilienverkäufe steuerpflichtig. Weißt du sicherlich. Für mich bedeutet dies, wenn ich jetzt eine Immobilie in einer GbR kaufe, muss ich mindestens 10 Jahre warten, bis ich diese GbR in eine GmbH wandeln kann. Das Ergebnis wird dich aber jetzt überraschen. Wenn das Finanzamt die Transformation der GbR in eine GmbH wie einen Verkauf interpretiert, dann habe ich natürlich auch die Vorteile, die sich aus einem Verkauf bieten. Nämlich, ich erhöhe die Abschreibung auf den tatsächlichen Wert. Ich habe eine Immobilie, die durch die Denkmalabschreibung schon komplett abgeschrieben ist in einer GbR. Und wenn ich diese GbR jetzt wandle in eine GmbH, dann, ich komme wieder auf mein 2-Millionen-Beispiel zurück, dann fängt in der GmbH die neue Abschreibung bei diesem Wert von 2 Millionen an. Natürlich muss ich den Grund- und Bodenanteil wieder abziehen. Es geht jetzt weiter, unser Beispiel. Die Immobilie wird in der GmbH-Bilanz dann mit 2 Millionen bilanziert. Die Restschuld beträgt aber vielleicht nur noch 1 Million. Das heißt, in meiner GmbH habe ich jetzt einen Immobilienwert von 2 Millionen. Und auf der Passivseite meiner GmbH-Bilanz steht nur eine Schuld von 1 Million. Was passiert mit der Differenz? Die Bilanzsumme muss ja auf beiden Seiten gleich sein. Immobilie 2 Millionen, Schuld 1 Million. Die Differenz wird ins Eigenkapital der GmbH gebucht. Ich habe quasi jetzt 1 Million Eigenkapital in der GmbH. Ich brauche aber nur 25.000 Euro Stammkapital. Das heißt, die Differenz von 975.000 wird in die Kapitalrücklage eingestellt. Und jetzt Trommelwirbel, was man in die Kapitalrücklage einstellt, wird steuerlich im sogenannten steuerlichen Einlagekonto erfasst. Und dieses Einlagekonto bekomme ich als Gesellschafter steuerfrei aus der GmbH ausgeschüttet. Glaubst du nicht? § 20 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 im Einkommensteuergesetz sagt, dass Ausschüttungen, die aus dem steuerlichen Einlagekonto geleistet werden, nicht der Besteuerung unterliegen. Jetzt kannst du dir ja vorstellen, was passiert. Ich bringe die Immobilie über eine formwechselnde Umwandlung grunderwerbsteuerfrei in die GmbH ein und bekomme trotzdem aus meiner GmbH das Geld zurück, als hätte ich sie an einen fremden Dritten verkauft. Das ist natürlich toll. Das ist ein steuerfreier Vermögenszufluss, den ich dann generiere. Dafür habe ich nicht mal Grunderwerbsteuer bezahlt, dass die Immobilie in einer GmbH ist. Was kannst du jetzt machen, wenn du die Strategie mit einer Immobilie verfolgst, wo du sagst, ich möchte die Immobilie lange im Privatvermögen haben, 10 Jahre, und möchte sie dann in eine GmbH überführen, dann solltest auch du überlegen, ob du dieses Immobilieninvestment vielleicht in einer GbR machst. Dazu brauchst du eine zweite Person. Das kann ein Geschäftspartner sein, das kann aber auch deine eigene GmbH sein, mit der du schon diese GbR gründest. Du brauchst halt irgendwie eine zweite natürliche oder juristische Person. Und damit hast du dir jetzt verschiedene Möglichkeiten geschaffen, die auch deine Flexibilität als Investor natürlich erhöhen. Es bleibt ja unbenommen, nach 10 Jahren die Immobilie an einen fremden Dritten zu verkaufen und einen steuerfreien Veräußerungsgewinn zu machen. Aber mit der GbR-Variante hast du halt als zusätzliche Möglichkeit, diese Immobilie auch noch steuerfrei in eine GmbH zu wandeln und dir dann auch die Gelder aus der GmbH ausschütten zu lassen, steuerfrei, die du im Wege eines Verkaufs bekommen hast. Ich hoffe, das war recht verständlich dargestellt für dich und nicht vergessen, folge Mr. Steuer, sonst wird's teuer.